Willkommen, es ist wieder Montag, Zeit für die Torgranate. Ja, Fiedler sind einfach geil. Äußere mich da jetzt mal lieber nicht. Setzen Euro auf Ehrenberg gegen Patronen, ich hätte es definitiv nicht gemacht. Fürs Dealer-Talk am Montag, wir sind wieder da, wir sind aus der langen Winterpause erwacht. Gut, wir schlafen zwar gern und lang, aber wir haben auch natürlich was gemacht in dieser Zeit. Die Beilage ist raus, es geht wieder los und ja, die Verbandsliga hat am Wochenende ihre Pforten geöffnet für ganz Osthessen. Und ja, Johannes, Ehre wem Ehre gebührt. Du hast Durchblick gehabt auf jeden Fall mit den neuen Gläsern und hast dann Hünfelder 2-1 gegen die Adler aus Weidenhausen gesehen. Ja, war das eigentlich schon so mit der vorentscheidende Schritt? Ach nee, also ich glaube, wenn man jetzt den Spielplan des HSV mal anguckt, die haben jetzt in den nächsten 11 Spielen 8-mal auswärts. Das sieht man, was jetzt so in den nächsten, also März, April auf die Mannschaft zukommt. Gerade die nächsten 2 Wochen wären natürlich ganz interessant. CSC, dann Erster gegen Zweiter, gegen hier Kamerad Lesser. Ich glaube, es wird... Nach den 2 Spielen kann man schon ein bisschen mehr sagen, aber selbst dann ist noch nichts entschieden, egal in welche Richtung es ausgeht. Klar ist, Hünfeld ist schon gut drauf, finde ich. Die standen nachher alle so da, oh, das war eigentlich noch nichts. Ich würde sagen, ist ja noch Luft nach oben. Ja, und dafür war der Unterschied zwischen Hünfeld und Weidenhausen eigentlich schon total eklatant. Also Hünfeld war die klar, also spielerisch, fußballerisch, bessere Mannschaft, haben das eigentlich schon wirklich ganz gut gemacht, wenig zugelassen, Luft nach oben, ja, aber es war auch schon ganz gut. Wenig zugelassen, sagst du, Sören Gonnermann schießt gegen Flieden, 3 Tore, ist der Mann des Spiels und am Samstag setzt er keinen Stich, wer hat ihn so ausgeschaltet? Ja, Toto Trabert hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, er ist reingerutscht für den Franz Faulschiech in die Innenverteidigung, es hat aber in der Kompaktheit haben sie es halt auch wirklich gut gemacht und haben Weidenhausen zu vielen, vielen langen Bällen gezwungen und die haben sie im Griff gehabt eben. Nico Häuser, Toto Trabo da in der Innenverteidigung haben das sehr, sehr gut gemacht. War halt auch wichtig, dass beide Außenverteidiger funktioniert haben, weil dann haben die ja Gäbig und Kim, die ja jetzt auch nicht gerade langsam sind. Und das haben Wenzel und Witzel halt auch sehr, sehr gut gemacht. Und dann konnte der Gonnermann es auch kaum ausgewichen auf die Außen, sondern kam wirklich nur zentral als Neuner und du hast dann gemerkt, wie unzufrieden Sören Gonnermann war, weil der hat selbst in der 85. Minute, als wirklich ein Tor gebraucht haben, hat er sich versucht, noch die Bälle irgendwo in der eigenen Hälfte zu holen, dass er mal irgendwie am Spiel teilhaben kann. Also sie haben es halt verhindert, dass er vorne Bälle bekommen hat und das ist halt dann schon mal ja, sehr, sehr gut gegen Weidenhausen. Ja, verheißungsvoller Auftakt für die, ja, schon wegweisenden Wochen, sehr wegweisenden Wochen. Ja, ja. Ja. Leda 2 dagegen mit einer Niederlage reingekommen gegen Rot-Westen. Colli, du hast auch zugeguckt. Kollege von der Burg hat wieder gespielt. Wie war der so drauf? Und ja, rutscht Lena 2 jetzt nochmal unten rein oder ist das noch kein Fingerzeig gewesen? Ja, also ich war ja privat da, deswegen war ich auch nicht von Anfang an da. Ich kam da zu einer Phase, wo der augenscheinlich hochverdiente 1-2 Ausgleich gefallen ist, eben von der Burg. Das war... Ja, im Mittelstürmer-Manier hat er das Tor gemacht. Dann läuft eigentlich alles für sie. Vor der Pause machen die es 1-1, kurz nach der Pause ist 2-1. Da denkst du, okay, jetzt sind sie auf dem richtigen Weg. Und dann dreht Rot-Westen das Spiel und meiner Meinung nach auch verdient. Also die haben echt gute Ansätze nach vorne gezeigt. Igor Lozic, man sieht es ihm nicht an, dass es ein richtig guter Kicker ist. Aber er ist ein richtig guter Kicker, trotz der... Statur, die jetzt nicht die beste ist. Ja, nicht damit zu tun mit den technischen Fähigkeiten eines Fußballers. Und die technischen Fähigkeiten haben wir gerade mal beim 2-2 gesehen, wo er echt einen wunderbaren Lupfer über Lennart Fladung setzt. Am Ende nicht unverdient, aus Lennarts Sicht unnötig diese Niederlage. Und ja, ist sicherlich kein guter Restrundenauftakt gewesen. Passiert aber nichts. Weil, guck mal, da hat Funderburg gespielt, ein Göbel ist auf der Bank, ein Broschke hat wieder in der ersten Woche Zeiten gespielt. Und keine Ahnung, vielleicht verletzt, ich weiß nicht, vielleicht krank, ich meine, sind ja mit alle krank, also von daher. Und die erste hat ja parallel noch gespielt. Also man hätte ja auch, wenn es jetzt unbedingt sein soll. Halt einfach, ich war ja dort, es war halt auch einfach keine gute Leistung von Lenarts gestern. Und gerade am Kunstrasen sind sie normal besser. Ich habe aber auch noch nie eine Mannschaft da oben auf dem Kunstrasen so aggressiv gesehen. Außer auch in der Hessenliga nicht. Also ich fand das von Rot-Westen sehr beeindruckend, wie aggressiv die Mannschaft war. Hart gespielt, nicht überhart, vielleicht 1-2 Mal. Gab auch die gelben Karten, Schiedsrichter war sehr gut. aber die haben das halt wirklich dort. Und das kann man auf dem Platz noch machen. Der tut ja nicht weh, der ist ja weich und da kann man ja auch mal zusammen. Das Becken schon. Ja. Und das hat Lenart so ein bisschen vielleicht beeindruckt. Ja.
Petersberg, dritte Mannschaft im Bunde, die jetzt schon eingreifen konnte, auch durfte, mit dem Unentschieden. Kraftschick-Effekt, ja oder nein, Max? Kennst du den Jürgen ja auch schon ewig? Ja. Herr Fuchs ist er. Also dafür, dass er, glaube ich, kein Spiel selber gesehen hat, weil die Jungs sehr gut eingestellt ist. Am Ende war es sehr bitter, weil ich glaube, die haben bis zur 88. geführt. Und also ich glaube, es ist schon sehr, sehr bitter, dass du das, also ich meine, Punkt in CST schon überragend. Ja, hier vor dem Spiel. Aber ich glaube, entscheidend war dann auch, dass A, nicht das 4-1 gemacht haben und natürlich diese dumme rote Karte von Daniel Nüchter. Also in der Situation, wenn ich 3-1 in Kassel führe, dann muss ich halt einfach die Klappe halten. Richtig. Und dann kriegt er die rote Karte und dann, gut, du weißt, wie es ist, so ein Spiel, du machst ein Tor aus dem Nichts und dann brennt es halt immer noch und dann müssen sie ja froh sein, dass sie es nicht noch ganz verloren haben. Trotzdem war es ein guter Auftakt, aber sie müssen natürlich gucken, dass sie Spiele gewinnen, weil mit den Unentschieden auf Dauer kommst du nicht weiter. Jetzt am nächsten Wochenende, ne? Ja. Das wird natürlich auch am Kunstrasenplatz wahrscheinlich ein Dreiser. Ja. Genau, ja. Weil ich habe gestern mit Dominik Weber telefoniert, der hat sich das Spiel natürlich gestern angeschaut vor dem Duell. Es ist natürlich auch ein Platz, ich habe ein Bild bekommen, wo die Außenlinie bis zum 16er, das sind so 3 Meter, also da auf dem CSC Kunstrasen, das ist ja kein Platz vom CSC. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so zu beurteilen. Und das ist ja fast wie Petersberg, wie ein Heimspiel gewesen. So. Das stimmt, wir kennen das ja eigentlich. Ne? Ja. Und Hünfeld wird sich umstellen müssen dann nächsten Freitag. Ja, ich glaube, der Dominik war ganz froh, dass er sich das Spiel angeschaut hat, um eben diese Bedingungen mal kennenzulernen, weil da musst du vielleicht schon ein bisschen anders aufstellen, weil so die Waffen von Hünfeld mit Fröhlich, Leithardt über außen, wenn dann gleich die Außenlinie da ist, dann kannst du das auch einfach nicht ausspielen. Dann musst du wahrscheinlich schon andere Gedanken machen, wie du das. Ja. Das war's vom Liga-Alltag. Ja, die Waffen von Johannesberg haben gereicht, um einen Punkt zu holen und ja den Familienfrieden zu wahren. 1-1. Wobei ich glaube, es wäre egal gewesen, wenn jemand gewonnen hätte. Es war ja nur ein Testspiel, aber ja. Jo. Es hieß immer, ihr seid nicht gut drauf, ihr braucht noch einiges. Die Testspiele waren so lala. Borussia jetzt 1-1, klingt aber auf dem Papier eigentlich ganz gut. Ja, wobei es zur Pause schon hätte, schon 2-3-0 hätte stinken für Borussia, muss man schon sagen, dass sie echt eine riesen Qualität haben. Also die erste Elf ist echt super. Danach haben sie gewechselt. Das war, also, hätten sie auch sparen können, also das zu wechseln. Also war wirklich, da kam dann gar nichts mehr. Von daher, ob das jetzt verdient war oder unverdient, also war schon glücklich, weil es war wirklich unser erster Torschuss und nach vorne tun wir uns um noch schwer, weil, ja. Und das ist ja nichts Neues, ne? Ja, ja, hat schon nichts getan. Osman Özil, Strich. Ja. Ossi muss gucken, dass er fit wird. Bekommt von uns alle Zeit der Welt, aber im Moment hat er ein halbes Jahr nicht gespielt und hat, glaube ich, 2 Wochen, wenn überhaupt, trainiert insgesamt. Also, das wird noch ein bisschen brauchen, bis er rankommt. Und von daher müssen wir einfach gucken, dass wir die Form finden. Davon sind wir im Moment weit entfernt. Das war jetzt ein Schritt nach vorne. Wie viel Prozent seid ihr denn im Moment? Du als Experte. Zu wenig, ne? wenn wir oben dran bleiben wollen, aber. Ja, wir müssen da sein, wenn es drauf ankommt. Und das ist eine Stärke bislang von uns gewesen. Ob wir jetzt spielen, wenn ich rausgucke, mag ich zu bezweifeln. Kann es gut tun, kann schlecht sein, keine Ahnung. Wie schlimm wäre das, wenn du dann ohne Testspiel nach Hünfeld müsstest und die schon 2 hinter sich haben? Zum Gipfeltreffen ist es ja auf jeden Fall. Ohne Ligaspiel meinst du, oder? Ja, ohne Ligaspiel. Ja, das ist sicherlich kein Vorteil, aber im Endeffekt, das ist, du kannst hier hinstellen, kannst lamentieren, kannst schimpfen und kannst schon vorher die Fahne wehen. Wenn unser Spiel ausfallen sollte, müssen wir gucken, dass wir einen Satz bekommen. Das Problem ist halt, dass du halt kaum Kunstrasenplatz Zugriff hast. Also, ich meine, dieses Spiel bei Borussia war ein Respekt. Beton. Ja, ob die dich jetzt weiterbringen, weiß ich nicht, weil du rutschst halt nur, du kannst ja mal in den Zweikampf gehen. Also, im Vergleich zu Lennartz, da tut's wirklich weh, wenn du auf den Boden fällst. Und ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie kompensieren. Und vielleicht geht's ja, aber im Moment ist es halt Wetterbedingungen, weil damit haben wir alle zu kämpfen und da brauchen wir nicht groß lamentieren. Kommen wir gleich nochmal zu. Nochmal ein Wink in die Hessenliga und ein Schwenker. Borussia geht auch wieder los, dann nächste Woche gegen Dreieich, gleich ein Spitzenspiel. Ja, so die Hessenliga einzuschätzen, vor allem Griesheim hörte ich jetzt, Griesels. Wie sieht's da aus? Ja, ich glaube, dass das Dreieich vorne das schon ziehen wird. Also ich glaube, das haben sich jetzt also nochmal mit 2 oder 3 Spielern verstärkt, 2 Amis. Irgendwie Böttler vom Griesheim-Träger. Ja. Ich glaube, das wird klar oben. Ich glaube, da hat auch Lehnertz keine Chance, also gegen Dreieich. Für mich. Watzenborn habe ich ganz oben auf dem Zettel. Also ich glaube, dass die Lehnertz richtig Druck machen können, aber es ist halt so die Frage, ob Lehnertz auch will jetzt. Also wenn du bist jetzt in der Position, möchte die Mannschaft denn hoch? Weil die Spieler, das höre ich auch immer so ein bisschen raus, also die wollen schon ganz gerne Zweiter werden, aber so richtig aufsteigen nicht, weil Regionalliga und Faden und müssen wir das denn nochmal und wollen wir das nochmal? Ich glaube, das ist immer so, es ist immer dieses Schwert, wo dann noch viele Mannschaften dran zu knabbern haben.
Ansonsten zu den Osthessen kurz. Borussia wird irgendwie im Mittelfeld einlaufen. Also ich glaube, das sind keine großen Sprünge zu erwarten, weil dafür einfach auch keine Breite da ist. Das verstehe ich auch nicht, warum sie nichts gemacht haben. Also, weil da haben wir auch ein paar Angeschlagene. Steinbach wird eng und Fliegen, glaube ich, kann gar nicht absteigen. Also ich glaube, dafür sind die Mannschaften einfach, weil ich meine, der FSV gewinnt oben, einer wird, glaube ich, runterkommen, Kassel, aber alles andere schwer, ist... Kassel, Regionalliga. Der FSV, Elich, Fellmer... Hat er Einwände jemand, irgendjemand Einwände? Nein. Steinbach wird eng, ne? Aber haben sie ja eigentlich selber schon gesagt, naja, ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir absteigen und hier und Rot-Weiß. Da. Rot-Weiß. Wird auch. So. Und dann haben wir jetzt noch Griesheim, wo wirklich alles, was einigermaßen kriegen konnte, weg ist. Ja, da sind wir schon bei 4. Ja. So. Also von daher. Einmal hält die Klasse, weil irgendjemand dann doch wieder vielleicht zurück. Der ist tatsächlich so. Also, steckst ja nie drin. Weiß und Griesheim könnte auf jeden Fall auch unter sich lassen. Also. Vielleicht reicht dann trotzdem wieder der viertletzte Platz. Ja. Ja. Wetterthematik nochmal zum Abschluss, da wir jetzt sportlich nicht so viel haben das Wochenende. Ich kenne 80% der Vereine, glaube ich, die kein Testspiel absolviert haben. Grippe, Studenten, das ist ja logisch. Aber das Wetter irgendwie, man hat das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schlechter. Irgendwie alle sind unzufrieden. Und ja, ist dieses System so, wie wir es haben, dieser Spielplan, Steffen, ist der jetzt noch haltbar in dem Rahmen? Für mich gibt es keine Alternative zu diesem Spielplan. Wenn man im Frühjahr anfangen würde mit der Saison und im Herbst aufhören würde... Das ist die einzige Vorbereitung jetzt, ne? Wäre das. Wäre erstens die einzige Vorbereitung, wo es schon so schlecht läuft, wie es gerade läuft. Und man hätte am Ende der Saison noch die Probleme, dass eventuell Spieler ausfallen würden. Und wann willst du die dann nachholen? So, du kannst die nicht im Dezember nachholen, wo dann schon die Hälfte der Liga fertig ist. Da muss man überlegen, was sind die Alternativen? Du kannst die Relegation im Sommer meiner Meinung nach nicht abschaffen, weil das die Spiele sind, wofür ein Fußballer lebt, wofür auch die Vereine leben, weil sie diese Einnahmen dazu bekommen und schon gehen die Alternativen. Ja, ist halt, wenn dann 1000 Leute da sind, bei einem Spiel, wo sonst 100 Leute da wären und deswegen, und die Pause noch mehr kürzen, geht meiner Meinung nach auch nicht, weil die ist von Mitte Juni, hast du die Relegation rum und Ende Juli geht die Saison los dieses Jahr. Wie willst du die denn noch kürzen? Ja, aber ist ja auch 4 Wochen Vorbereitung. Es geht lauter, dann kam Mittag 13 Spiele, muss noch 17 machen. Die werden sicher nicht am Sonntag anfangen. Gut, nicht, weil sie am 4. erst anfangen, aber trotzdem, an dem Sonntag wahrscheinlich nicht. Was sagst du denn so einer Mannschaft? Ja, das ist eine Katastrophe. Also da ist dann Ron Samuel Schmidt dort als Trainer, glaube ich, sehr gefordert, um da eine gute Stimmung beizubehalten, wenn sie dann jedes Mal Freitag, Sonntag spielen müssen. Das ist natürlich Katastrophe. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, wo wir schon mal drüber diskutiert haben, vielleicht die Klassenstärken zu reduzieren. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, über die man nachdenken sollte. Zumal die Mannschaften ja eh immer, es werden ja immer weniger Mannschaften. Genau, also es gibt ja quasi keine Hobbysportart, wo du so viele Spiele hast wie im Fußball. Tennis sind 6 Spiele, so wenige brauchen wir nicht zu machen. Oder 7 Spiele. Die Mähdrohne ist relativ kurz. Aber irgendwo auf 14 Mannschaften mit 26 Spielen, da könntest du die Wochentagsspiele sparen und könntest die vielleicht dann noch freihalten für ein Nachholspiel. Ich glaube, das wäre tatsächlich vielleicht die richtige Lösung, Christian. Vielleicht sind wir einen Schritt vorangekommen, hier an der Basis, aber auch oben dann. Ja. Ich denke, für heute sind wir erstmal durch. Nächste Woche dann noch mehr Inhalte wohlgemerkt. Dann auch wieder hoffentlich mit dem Ralf, der ist noch krank. Ja, gute Besserung an der Stelle und gute Woche euch.